Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 44. Lesung und Besprechung des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums, geschrieben von James Edgar Wiley in den 1850er Jahren, übersetzt ins Deutsche 1853, vorgetragen von Jörg 2020. Und ich glaube sogar ein Stück 2019, weiß ich gar nicht mehr. Ein ziemlich langes Buch, das jetzt auch in einer revisierten Version vorliegt. Das heißt, wir haben vorne ein paar Seiten rausgeschnitten, die im Grunde leer waren, und haben ein schönes Coverbild eingeklebt, um das attraktiv zu machen. Wenn das auf archive.org euch, wenn ihr euch das da anschaut und runterladet, habt ihr das originale Buchcover, also die Titelseite, damit bei am Anfang der PDF, und wir haben ein paar leere Seiten rausgeschnitten. Also Marius hat das gemacht, den habe ich das gebeten, das zu tun. Und deswegen ist jetzt also mit der Seitenzählung das ein bisschen anders als früher. Es hat auch nicht mehr ganz so viele Seiten. Ist ja logisch, wenn man ein paar Seiten rausschneidet, die leer sind. Aber nichtsdestotrotz, wir sind heute auf Seite 313, wo wir in dem Buch anfangen, wenn wir denn zu dem Buch kommen, weil wir haben ja noch das andere Buch, an das Marius sich seit ein paar Wochen reinstürzt, um das für uns zu bearbeiten. Der deutsche Michel und der römische Papst. Und da wollen wir heute die letzten paar Thesen, die er rausgesucht hat, über das Fegefeuer besprechen. Und bevor wir das machen, in der Sendung, die jetzt gleich beginnen wird, habe ich noch ein Musikstück, weil der Alexander hat es so beschäftigt, dass er es nicht geschafft hat, ein neues Lied aufzunehmen. Da hat man ja auch sicherlich Verständnis für. Ich jedenfalls habe das sicherlich. Aber es gibt ja so ein paar favorite Musikstücke von ihm, die kann man sich immer und immer wieder anhören. Ich habe mir eins, das habe ich mir auf mein Büroblatt im Computer geklebt, dass ich es mir immer wieder mal anhören kann. Und genau das möchte ich dann heute Abend auch nochmal mit euch teilen. Wir hören uns das nochmal an. Und danach gehen wir in die Lesung, der Marius und ich und natürlich jeder andere, der daran teilnehmen möchte, in die letzten paar Thesen von dem Pansini, heißt er, glaube ich, über das Buch Der deutsche Michel und der römische Papst. Aber jetzt eben erstmal Alexanders Musik zur Einstimmung. Es gibt einen Weg ohne Gott. Ich hab gemeint, es gibt ein Leben ohne dich. Und ich hab's gelebt, mein Leben ohne dich. Und es ist zur Geschichte geworden für dich. Ausbrechen von zu Hause, aus der Ordnung, wo alles tot und scheinheilig ist. Hast das, dass ich daran erstick, so verloren, so materiell, so voll Zauberer. Gewalt in der Schule, ein Geschrei zu Hause. Die Welt ein roter Planet, wütig und gewaltig. Dabei bin ich so voll Einsamkeit. Keine Liebe, nur noch Gier nach Trost und Zärtlichkeit. Der große Knall, alles zerbrochen in mir. Ich hab keine Wahl, bin in der Straße zur Hölle, such nach einem Ausweg aus diesen Qualen. Ist es die Endstation? Gibt's noch Annahme, wo noch Liebe? Und wieso bin ich am Leben? Es lohnt sich doch nicht. Alles voll Schmerz, alles voll Schuld in mir. Kein Ausweg daraus, wo ich anstark kann sein. Lieg am Boden. Bin allein, Tränen fließen
schau zum ersten Mal auf und Jesus, ich seh dich und seh, wie du am Kreuz hängst. Du bist allein in Tränen und Leid. Und alles ist stumm in mir. Und er ist gestorben, Donnerblitz. Der Vorhang zerreißt, der Vorhang zerreißt. Im Schweigen, er hat sich heute schlachten lassen. Für die ganze Welt, für dich und mich. Und warten auf den Tag, wo er aufersteht. Und er ist Gott, auferstanden nach drei Tagen. Und Jesus Christus, ich sage ja zu dir. Und du kommst und führst mich in dein Reich. Zeigst mir deine Wunden und trocknest meine Tränen. Ich leg mich in dein Schoß. Du hebst mich ganz fest, gibst eine neue Hoffnung, gibst ein neues Leben mir. Wär der Gott voll Friede, heiligt mich durch und durch, bewahrt mein Geist samt Seel und Leib unversehrt. Untadelig für deine Ankunft, Jesus Christus, denn treu bist du, und er euch ruft, und er willst du, und er euch ruft, und treu bist du, und er euch ruft, grenzenlos. Deine Macht, grenzenlos, deine Liebe, grenzenlos ist deine Gnade, grenzenlos, deine Treue, deine Allmacht, grenzenlos, vertraue ich dir, grenzenlos, vertraue ich auf dein Wort. Immer schönen Dank, Alexander, auch wenn die Arbeit schon ein wenig her ist, dass du dir das gemacht hast. Das ist ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz eins der schönsten Lieder. Und jetzt muss ich mal eben gerade sehen, ich habe natürlich mit der ganzen Vorbereitung, was habe ich vergessen? Natürlich das Titelbild von dem Buch, das wir jetzt erstmal lesen, der deutsche Michel und der römische Papst. Ich habe hier nur das andere. So, jetzt haben wir es da, dann haben wir das eben eingeblendet. Hier ist dann der Text, den wir heute reingehen. Wie gesagt, wir haben noch ungefähr 6 Seiten. Auf These 355 sind wir angekommen. Marius, soll ich die erste lesen und du dann die zweite? Oder wie wollen wir das machen? Willst du die erste lesen? Du hast letztens angefangen, dann fange ich vielleicht mal an. Aber dann im Grunde ist es egal. Ja, prima. Gut. Und gewisse Schreiber heißt Oskar Panica. Panzini genau. Oder sowas habe ich gesagt, ja. Panizza, irgendwann werde ich es nochmal. Irgendwann werde ich es nochmal wissen, ja. Okay. Gut, dann fangen wir an. Über das Fegefeuer. Die These 355.
Das Fegfeuer ist eine Konstruktionsanlage der römischen Kirche, deren Existenz dem gegenüber zu leugnen, der daran glaubt, eine gefährliche Sache sein dürfte. Unter den sechs Örtern des Jenseits jedenfalls der bedeutendste. Die Hölle hat längst ihren Schrecken verloren. Jeder, der einmal im Leben oder im Tod Absolution oder Vergebung seiner Sünden erhalten hat, und jeder Katholik kann sie erhalten, sobald er sich nur die Mühe nimmt zu beichten, mag er getan haben, was er wolle, ist damit vor der Hölle bewahrt. Selbst der Delinquent, der zum Tode geführt wird, wird vor seinem letzten Gang absolviert, kommt also nicht in die Hölle. Ist er einmal im Fegfeuer, so ist keine Gefahr mehr. Sein Seligwerden ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Und höchstens diejenigen, die während einer grausigen Tat oder während sie die Sünde wieder den Heiligen Geist begehen, also oder während sie die Sünde wieder den Heiligen Geist begehen, vom Tod überrascht werden, gelangen direkt in die Hölle. Dies sind aber nur wenige, und auch hier haben die römischen Banditen, ich meine die Räuber in den Abruzzen, vorgebaut, indem sie sich vollkommenen Ablass an einen beliebigen Tag erkaufen und diesen für alle Fälle mit dem Tag ihres Mordanschlags zusammenfallen lassen. Also die Hölle existiert eigentlich nicht mehr, weil niemand mehr hineinkommt. So die These, und die Abruzzen, das sind, ist eine Region östlich von Rom an der Adriaküste. Und in den Apenninen, ja, das ist eine bergige Gegend, also Ausläufer der Alpen im Grunde, ne? Die Abruzzen. Also zusammengefasst, jede wendet sich da irgendwie drum herum, also kaum eine kommt hin und keinen interessiert es mehr. Ja, die einzigen, die folgens der römisch-katholischen Kirche in die Hölle kommen, sind natürlich die Ketzer. Ne? Das sind also alle diejenigen, die die Lehre der römisch-katholischen Kirche nicht akzeptieren. Das sind Protestanten, das sind wahre bibelgläubige Christen, das sind die Märtyrer, wie sie in der Bibel geschrieben stehen, die kommen alle direkt in die Hölle. Alle anderen kommen in den Himmel und müssen, bevor sie in den Himmel kommen, nochmal eben ins Fegefeuer, um da eine letzte Reinigung zu erfahren. Das Fegefeuer ist sowas wie eine letzte Siebung. Da wird nochmal der letzte Dreck abgewaschen, bevor man dann endlich in den Himmel reinkommt. Weil hier auf der Erde kann man keine Absolution erhalten, die so gut ist, dass man direkt in den Himmel kommt. Deswegen muss man immer in das Fegefeuer. Und wenn ihr dann im Fegefeuer seid, dann ist ja prima, dann ist man hoffen, dass ihr ein paar reiche Verwandte hier auf dieser Erde habt, die dann eine hohe Messe kaufen in der römisch-katholischen Kirche und ordentlich Geld geben und ordentlich Kerzen anzünden und ordentlich Fürbitte halten für euch, dass ihr dann ganz schnell wieder aus der Seele rauskommt, oder die Ablässe für euch kaufen, das gibt es ja auch, dass man eben Ablässe für Verstorbene kauft, das wollte Martin Luther ja damals auch, als er nach Rom ging. Und wie Tetzel so schön sagte, sobald die Münze in der Kasse klingt oder in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, also aus dem Fegefeuer rauskommt, reingewaschen ist und endlich in den Himmel dann kommt. Ja, das ist und wenn man einen Mord plant und man auch für einen bestimmten Tag im Voraus sich schon Absolution kaufen kann, dann verheiratet man die beiden Dinge zusammen. Ja, das ist auch ein guter Punkt, den hast du ja auch hier vorgelesen, ja. Und das Fegefeuer ist also, wie gesagt, das hatten wir ja auch in der Lesung von James Atkin Wiley angesprochen, keine veraltete Lehre der römisch-katholischen Kirche, sondern eine brandaktuelle. Es gibt immer noch die Purgatory Society, also ins Deutsche übersetzt die Fegefeuergesellschaft. Das ist also immer noch eine Lehre der römisch-katholischen Kirche, die sie heute immer noch vertritt, dieses Fegefeuer. Und das hat, In der Zeit von Panizza gab es sechs Örtern des Jenseits. Ja, das ist dann die Unterteilung, die sie dann immer machen. Sie machen es immer komplizierter, als es eigentlich ist. Ne? In der Bibel ist es weiß und schwarz und bei denen sind es 50 Shades of Grey. Ne? Das ist ja das, was immer kommt. Was ich noch eben sagen wollte, ist, das Fegefeuer ist eine alte heidnische Lehre. Das hatten wir bereits, oder hatte ich bereits besprochen in meiner allerersten deutschen Lesung in dem Buch von Alexander Hislop, von Babylon nach Rom. Da sind wir auch über das Fegefeuer eingegangen. Und das ist also eine Sache, die kommt aus dem Heidentum. Und eben daran sieht man auch wieder, dass die römisch-katholische Kirche eben eine heidnische Kirche ist und keine christliche Kirche, weil sie heidnische Traditionen hier, ich sag mal,
zwischen Anführungszeichen, verchristlicht, ja, also dem Mantel des Christentums umhängt und uns das dann als Christentum verkaufen will. Aber es ist eine alte heidnische Lehre, die schon ihren Ursprung in Babylon hat. Ja, 356, das ist dann der nächste Punkt. An die Hölle glauben sie im Grunde nicht, weil ihnen die Schwere der Sünde nicht aufgegangen ist und weil sie demgemäß zu einem Leben in Gott nicht zu bewegen sind. Daher schließt die Kirche durch das Bußsakrament die Hölle. Aber dass es ihnen einst eine Zeit lang hindurch sehr schlecht gehen werde und dass sie ihre Sünden sämtlich einmal abbüßen müssen, das glauben sie. Darum eröffnet die Kirche das Fegefeuer. Und der Punkt im Grunde, den wir hieraus verstehen müssen, ist, mit der Hölle können die Katholiken kein Geld verdienen, aber wenn sie das Fegefeuer dazwischen erfinden, da können sie Geld mit verdienen. Das ist im Grunde der ganze Punkt, weshalb das gemacht wurde. Ja, dann kommt Punkt 357, Marius. Der nächste Ort des Jenseits, der Himmel, erregt das Interesse der Gläubigen weniger, als man erwarten sollte. Doch ist es bei näherem Zusehen ganz folgerichtig. Denn da, wie gezeigt, niemand, der sich zur rechten Zeit absolvieren lässt, in die Hölle kommt und dann als definitiver Aufenthaltsort für die Ewigkeit nur der Himmel übrig bleibt, da das Fegfeuer nur Durchgangsstation, so kommen sozusagen alle Katholiken oder nahezu alle in den Himmel. Wie der aussehen wird, werden sie ja sehen, dass sie gewiss hineinkommen. Worüber sich da den Kopf zerbrechen gewiss ist, dass sie dabei mehrstimmigen Hören und Harfen und Posaunen hängen, alle Fühlhörner der Seligkeit erschöpft werden. Das Nähere wird sich dann finden. Eine ganz gewisse Sache erregt nie so sehr das Interesse wie eine zweifelhafte. Deswegen sind alle Angaben über den Zustand im Himmel in den theologischen Lehrbüchern sehr knapp. Genug, dass es der Himmel ist und dass man dort selig sein wird. Naja, wir wissen alle, die wir die Bibel kennen, was für eine Falschlehre das hier ist, was hier erzählt wird. Aus dem einfachen Grunde, weil in der Bibel steht, die Toten schlafen und die Toten wissen gar nichts und die Toten liegen in ihrem Grab bis zur Wiederauferstehung. In der römisch-katholischen Kirche ist es eben so, die lehren die unsterbliche Seele. Und sobald man hier sein menschliches Leben ausgehaucht hat, muss diese Seele ja irgendwo hin. Und deswegen kommt sie entweder ins Fegefeuer oder sie kommt direkt in den Himmel. Und das ist eben eine ganz andere Lehre als die, die wir in der Bibel haben. Wer sich das mal anschauen möchte, wie die römisch-katholische Kirche so etwas bildlich darstellt, wie sie so etwas unterhaltungstechnisch in Filmen darstellt, der kann sich ja zum Beispiel mal einen Film angucken, wie zum Beispiel Nachricht von Sam. Ne? Ghost heißt der im Deutschen. Ne? Ghost, Nachricht von Sam. Ghost ist der original englische Titel und dann Nachricht von Sam steht da drunter. Mit Demi Moore und diesem anderen da, Patrick Swayze. Das ist genau so, wie die römisch-katholische Kirche das bestimmt. Da ist jetzt nicht von dem Fegefeuer selbst nicht mehr die Rede, sondern von einer anderen Zwischenstation, wo der Geist da irgendwo zwischendurch hin und her verbleibt. Wie auch immer, absolut unbiblisch. Und am Ende des Films wird suggeriert, dass dieser Geist von dem Patrick Swayze in dieses Licht in den Himmel geht. Da wird der Himmel mit suggeriert. Und das ist eben total unbiblisch. In der Bibel steht drin, es ist keiner in den Himmel aufgestiegen, außer dem, der vom Himmel selbst herabgekommen ist. Und das ist Jesus Christus. Außerdem ist noch kein Mensch im Himmel. Auch kein Mose und kein Henoch und wie sie alle heißen. Oder Elia, die sind alle nicht in den Himmel gegangen. Das steht auch in der Bibel nicht drin. Da steht, Gott nahm ihn weg und er wurde nicht mehr gesehen, aber da steht nicht drin, dass er im Himmel ist. Und im Fegefeuer schon mal gar nicht. Wie gesagt, weil das ist eine reine Erfindung der römischen Katholiken. Also der Heiden, lass uns mal so sagen. Und die römischen Katholiken lehren das eben heute noch. Ja? Fegefeuer ist eine Durchgangsstation. Nein, das ist nur, weil die Katholiken das so lernen. Ja? Nach dem Motto, bevor ich in die Hölle komme, komme ich in diese Durchgangsstation.
Wie der Himmel aussehen wird, werden Sie ja sehen, wenn Sie hineinkommen. Also warum soll man sich darüber den Kopf zerbrechen? Es ist ganz gewiss, dass da bei mehrstimmigen Chören und Harfen und Posaunenklängen alle Völlhörner der Seligkeit erschöpft werden. Das Nähere wird sich dann finden. Eine gewisse Sache erregt nie so sehr das Interesse wie eine zweifelhafte. Das ist genau die große Lüge der römisch-katholischen Kirche. Sie verkaufen euch als eine gewisse Sache, was eine Lüge ist, und ansonsten lassen sie euch in der Mitte schweben, weil sie eben über die eine zweifelhafte Sache lehren. Das heißt, bei der römisch-katholischen Kirche ist man sich eigentlich seiner ganzen Erlösung nie sicher. Man hat nie genug Buße getan, man hat nie genug gebeichtet, man hat nie alles gebeichtet, man hat nie alle Sakramente ordentlich aufgefolgt und. In der römisch-katholischen Kirche wird der Gläubige immer im Unsicheren gehalten, ob er in den Himmel kommt oder nicht in den Himmel kommt. Und in der Bibel wissen wir ganz genau, wenn wir leben nach den Statuten von Jesus Christus, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir ihn als unseren Erlöser anerkennen, bekennen und leben auf dieser Erde, dann haben wir die Sicherheit, dadurch, dass wir wiedergeboren wurden, dass wir, wenn wir dieses irdische Leben aufgeben und im Grab liegen, dass wir bei der Auferstehung, der ersten Auferstehung der Gerechten dabei sind, wenn Jesus Christus zurückkommt. Genauso wie es im Thessalonikerbrief, im Korintherbrief, dachte ich, es steht, da ja da drin steht, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, die Gräber sich öffnen und die Toten in Christus die Ersten sind, die aufstehen. Und danach werden wir, die wir leben, in einem Augenblick verwandelt und steigen auf zu ihm in den Himmel und treffen den Herrn in der Luft und sind für immer bei ihm. So steht es in der Bibel und das ist eine ganz andere Lehre als das, was die römisch-katholische Kirche hier lehrt. Ja, du wolltest noch etwas sagen, aber ich musste meinen Satz gerne erstmal eben zu Ende bringen. Marius, bitte. Verzeihung, dass ich da gestellt habe. Ja, hier wird auch schon näher dran eingegangen, dass da irgendwelche Chöre und Harfen, Posaunen und so weiter zu erwarten ist. Aber von Sachen, von denen wir nichts wissen können, soll man sich auch kein Bild machen. Stimmt. Guter Punkt. Ja. Und jetzt kommt das Kinderfegefeuer. Ne? Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Der dritte Ort, der Limbus Infantinum oder die Vorhölle der Kinder, wo selbst die ungetauft sterbenden Neugeborenen bis zum Eintritt des Weltgerichts verweilen, hat durch den Umstand, dass Kinder, besonders wenn sie so jung sterben, noch keine dogmatischen Spekulationen anstellen oder sich um ihr Seelenheil kümmern, wenig Beachtung gefunden. Und die erwachsenen Katholiken geht da nichts an. Aber dogmatisch existiert er. Das ist zur Zeit, wo der Panizzi dieses Buch schreibt, richtig. Das ist heute nicht mehr so. Es war Antichrist Papst Benedikt XVI., der die Lehre des Limbus Infantium aufgegeben hat. Und das ist keine Lehre der römisch-katholischen Kirche mehr. Also so viel zu dem Thema Sempere Adem. Die Kirche ist unveränderlich. Jahrhundertelang wurde die Vorhölle der Kinder gelehrt. Und heute lehrt die römisch-katholische Kirche das nicht mehr. Muss man mal ganz deutlich dazu sagen. Könnt ihr euch gerne raussuchen. Das ist aber ganz leicht zu finden im Internet, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigen wird. Aber dogmatisch existiert er. Wie gesagt, damals, als als er das Buch geschrieben hatte. Panizza, ja, danke. Ähnlich oder doch ungünstiger verhält es sich mit dem vierten Ort, dem Limbus Patrum, der Vorhölle der Väter. Das heißt, jener Frommen aus dem Alten Testament, welche vor Christus gestorben, der durch den letzteren inaugurierten Institutionen nicht teilhaft werden konnten und ebenfalls am gesonderten Ort des Weltgerichts warten. Es sind dem Charakter des Alten Testaments entsprechend meist Juden. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt Israeliten, aber das ist dann wieder eine andere Diskussion. Und da es Juden und sie alle gestorben, so ist natürlich das Interesse der heutigen Generation für diesen Limbus Patrum sehr gering. So viel zu diesem Thema. 359. Ein fünfter Ort, der, wie ich zu meiner Verwunderung sehe, selbst katholischen Theologen unbekannt ist, der Löwensen, Lacus Leoninus,
der auch Lacus Profundus oder S. Leonis Os in dem Leonis. Leonis in dem Kanon der Totenmessen genannt wird, liegt in dichtester Nähe des Fegfeuers selbst. Ich halte ihn seine liquiden Gehalts wegen an diesem Ort für wichtig, für spekulativ wie sanitär wertvoll und komme auf ihn zurück. An einer anderen Stelle dann. Wir lesen in These 360 über den sechsten und weitaus wichtigsten Ort des Jenseits, der ist aber das Fegfeuer selbst. Seine Existenz wird meist auf Antichristpapst Gregor den Großen zurückgeführt. Der lebte zwischen 590 und 604. Und nochmal, jedes Mal, wenn ich über Gregor den Großen spreche, der kein Papst war, ja, das ist hier ein falsches Wort, ich streite das mal eben durch, der war Bischof von Rom. Und dieser Gregor der Große hat gewarnt, darüber hatten wir ausführlich gesprochen in der Lesung Romanismus und die Reformation. Schaut euch das gerne nochmal an, das ist in einer der ersten Lesungen dieses Buches damit drin. Der hat gelehrt, dass derjenige Bischof, der sich Bischof aller Bischöfe nennt, der Vorläufer des Antichristen sein wird. Und das ist dann passiert im Jahr 606, wo der aus Konstantinopel regierende Kaiser Phokas des Römischen Reiches dem damaligen Bischof von Rom, Bonifaz III., die spirituelle Gewalt über die westliche und die östliche Kirche gegeben hat, das heißt den Bischof von Konstantinopel außer Kraft gesetzt hat und die ganze spirituelle Kraft der Kirche dem westlichen römischen Bischof übertragen hat. Von daher gilt das als der Zeitpunkt, wo das Papsttum oder das kleine Horn zur völligen Entwicklung kam und eben der Papst inauguriert wurde. Und von daher ist der Bischof Bonifaz III. Der erste Papst. Gregor der Große war nur Bischof und alle, zwischen Anführungszeichen, Päpste davor waren auch keine Päpste, sondern waren nur Bischöfe. Das ist nun mal geschichtlich so, aber das sind wenige, die diese Geschichte wirklich auch so korrekt wiedergeben. Von daher war auch, selbst wenn er in Rom gewesen wäre, was er nicht war, das wissen wir inzwischen, Petrus in Rom gewesen wäre, wäre er nie der erste Papst gewesen. Er wäre der erste Bischof von Rom gewesen. Ja? Aber er wäre nie der erste Papst gewesen. Der erste Papst war tatsächlich Bonifaz III., der Gregor den Großen aufgefolgt ist. Also, seine Existenz, die des Fegfeuers, wird auf Gregor den Großen zurückgeführt. Wohl deshalb, weil er zuerst Seelen in größerer Menge dahin geschickt und mit einigen von da zurückkehrenden sogar angeblich gesprochen hat. Also hat er Nekromantie und Zauberei betrieben und hat mit falschen Geistern kommuniziert. Doch reicht es viel weiter zurück. Schon der zwischen Anführungszeichen heilige Augustin im 4. Jahrhundert nach Christus spricht von ihm wie von einer unvermeidlichen dogmatischen Schöpfung. Und Tertullian sogar im 2. Jahrhundert hat es wenigstens schon angedeutet. Ob Gänge desselben bis zu dem griechischen Tartaros oder noch weiter auf der einen Seite bis nach Persien, auf der anderen bis zu den Gräberhöhlen der Ägypter führen, wie viele meinen, soll uns hier nicht weiter aufhalten. Und das ist genau das, was ich bereits vorher erwähnt hatte. Es geht selbst so weit bis nach Babylon zurück, weil das Fegefeuer ist so alt wie die babylonische falsche Religion, von der wir hier im Namen des römischen Katholizismus sprechen. Und dann gehen wir auf Punkt Nummer 361, es sei denn, da ist irgendwo eine Meldung von einem unserer Zuschauer hier. Ja, Marius, dann bist du dran. Sieht nicht so aus. Als Protestant kann ich hier nicht in die Lage kommen, Persönliches über das Fegfeuer auszusagen, da ich nicht, wie viele Katholiken, weder dort war, noch eine Seele daraus erlöst habe, noch selbst daraus erlöst worden bin. Ich kann mich deshalb im Folgenden, wo ich eine getreue Schilderung dieser merkwürdigen Institution zu geben beabsichtige, nur an die objektiven Berichte der katholischen Kirchenlehrer halten und habe zu diesem Zweck den Tertullian, den Heiligen, in Anführungsstrichen Umbrosius, Cyprian, Hieronymus, Augustinus, Drigaeus. Das ist Origenes, das hast du verkehrt geschrieben, das ist Origenes. Origenes. Ja. Der zusammen damals mit
mit Eusebius die ersten Bibeln besorgt hat im 4. Jahrhundert für den Konstantin. Erinnerst du dich vielleicht noch aus einer anderen Lesung? Ja? Und ein D kann man, ein großes D kann man leicht mal verwechseln in der OCR-Schrift, also der Computer kann das verwechseln mit dem O, da geht es hier um Origenes. Ja. Und wenn das nicht unterstrichen war, dann habe ich das für die Korrektur dann übersehen. Kann passieren. Gregorius den Großen, Basilius, Theodoret, Alkunin, Aselemus, Haimodo, Innozenz den Dritten, Thomas von Aquin, Bonaventura und andere. Mit vielen Fleiß studiert. Nicht minder auch das wertvolle Büchlein der Gebrüder Benziger im Einfiedeln, Trost der armen Seelen, Belehrung und Beispiele über den Zustand der Seelen im Fegfeuer samt einem vollständigen Gebetsbuch zum Trost derselben. Herausgegeben von Pfarrer Josef Ackermann. Leider steht mir nur die 14. Auflage vom Jahr 1857 zur Verfügung. Ich kann also die Neuerungen der letzten 40 Jahre nicht mehr berücksichtigen. Das heißt, wenn er hier alles beschreibt und aufführt, dann hat er keine persönliche Beziehung und Wissen darüber, sondern beruft sich alleine auf die Kirchenlehrer der katholischen Kirche. Ja, niemand hat eine persönliche Beziehung zum Fegefeuer. Niemand ist aus dem Fegefeuer gekommen und lebt hier auf dieser Erde. Erstens, weil es das Fegefeuer nicht gibt und zweitens, weil das eben eine Institution ist, wo wir nach dem irdischen Ableben, nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche erst hingehen. Da kann man nicht zurückkommen. Ne? Aber all diese ganzen Lehrer, die er hier aufführt, sind alles Lehrer, die im Grunde eben auch diese Lehre vertreten haben. Die sind die ersten Frühkirchenväter, Cyprian, Hieronymus, Augustinus, Origenus und dann Gregorius der Große, den ich ja gerade erklärt habe, der lebte oder regierte zwischen 590 und 604. Cyprian, Basilius, Theodoret, Alcuin, Anselmus, Haimo, Innozenz der Dritte, das ist der Antichrist, der lebte Anfang des oder regierte Anfang des 13. Jahrhunderts, der die Inquisition eingeführt hat. Thomas von Aquin, ein Doktor der Theologie der römisch-katholischen Kirche mit seinem Werk Summa Theologica, ganz bekannt, einer der wichtigsten Lehrer der römisch-katholischen Kirche. Bonaventura und andere, die es eben auch alles mit Fleiß studiert haben. Als er dann über die Gebrüder Benziger, Gebrüder, als er dann hier stand, da dachte ich, jetzt müsste er eigentlich mit den Gebrüdern Grimm kommen, weil Fegfeuer erinnert mich so an Märchen. Und Pfarrer Josef Ackermann, da dachte ich, hoffentlich ist der dann nicht verwandt mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Bank, für den ja sowieso alles Peanuts ist. Gut, soweit zu diesem Thema. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 362. Oder es ist vielleicht eine Meldung inzwischen da? Noch nicht, nein. Ich habe nur kurz geschaut, es wird ja sehr oft thematisiert in den Medien. Oder auch in den Filmen wird es hochgehalten. Auch. Und da sieht man auch wieder den Einfluss von der katholischen Kirche in den ganzen Medienlandschaften, dass das so ja, ein Thema ist, Fegefeuer, auch dort. Also es gibt x Filme, wo das ein Thema ist, Fegefeuer. Ist das ein Thema heutzutage in den Medien, das Fegefeuer? Das, der neueste Film, der hat sogar einen Titel, Fegefeuer. Das, der ist von 2012. Ah, okay, den kannte ich noch nicht. Ich kenne so viele Filme noch nicht, weil ich keine Filme schaue im Allgemeinen, also von daher. Ich glaube, es ist Zeit, auch zu investieren. Aber ich sage nur, also in dem Ganzen, also diese Geist, wie dort herrschen, bei diesem Regisseur und das alles, dort ist es immer noch ein wichtiges Thema. Und das wird ja auch immer gezeigt in den Filmen. Da ist eine verlorene Seele und man droht ihr mit Feuer und dann geht es zum Beichtstuhl. Die katholische Kirche wird dann schön gezeigt. Und ja, also in sehr vielen Hollywood-Filmen wird das auch thematisiert, diese Priester und die Kirchen und die Beichte. Und sogar der große Tarantino, der wo ein so bockstiller, wie soll ich sagen, also ein ganz zynischer und bösartiger Mann ist, der wird von Clint Eastwood gespielt. Auch er wird noch von einem katholischen Priester besänftigt und am Schluss, bevor er stirbt, spricht er noch seine Ave Maria. Ja, da. Ja, das ist meine kurze Input noch dazu. Gut,
Dann gehen wir jetzt mal zum Lesen in den nächsten Punkt rein. Momentchen, war mir auch nicht bekannt, dass es da solche Filme gibt. Hätte ich auch vielleicht verneint, aber ich habe kurz im Internet nachgeschaut und jetzt mal zwei Plakate gepostet. Es gibt sie tatsächlich, Filme über Fegefeuer. Hier zum Beispiel von Purge, ja. Da gab es doch, glaube ich, auch einen Film mit John Travolta, ne? Mit Purge irgendwas. Engel im Fegefeuer. Ja. Gut, dann haben wir das hier auch mit bei. Ein bisschen größer, dass die Leute das gut sehen können auf dem Schirm. Also hier Engel im Fegefeuer und hier Purge. Und ich meine doch, es gab es noch irgendwie einen anderen Film auch mit dem John Travolta oder irgendwas mit Purge irgendwas zu tun hatte. Meine ich letztens irgendwo gehört, gesehen zu haben. Gut, dann lassen wir das mal so weit. Dann fahren wir jetzt mal fort mit dem nächsten Punkt auf der Agenda, den nächsten Punkt in dem Buch von dem Autoren, der deutsche Michel und der römische Papst, so muss ich seinen Namen nicht merken, das Fegfeuerreich, welches im Gegensatz zur Hölle Ober Infernus Inferio, auch Infernus Superior genannt wird, also entweder Infernus Inferior, also das kleinere Inferno, oder aber das Superior Inferno, das obenliegende, das regierende, das höhere Inferno, befindet sich mit Rücksicht auf das Feuer Ratione Ignis in nächster Nähe der Hölle und ist mit dieser durch eine Türe verbunden. Es scheint demnach wenigstens nach der Ansicht meines Landmanns, des Würzburger Augustinermönchs Bartholomäus, kein Feuer aus der Hölle zu beziehen. Oswald dagegen, den ich nicht mit dem Marien-Oswald zu verwechseln bitte, will das Feuerreich nicht zu nahe an die Hölle rücken und nahe zu den einer Vorhölle machen. In der Tat ist es weit eher als ein Vorhimmel anzusehen. Die Qualität des Feuers will er aber auch mit dem in der Hölle zusammenfallen sehen. Schwierige Dinge. Wenn dieses alles so gemixt wird, ja, dann ist es langsam schwierig, die verschiedenen Lügen auseinanderzuhalten. Das nennt man sich in Lügen verstricken. Ja? Die versinnen so viel Blödsinn, dass sie selbst durcheinander bringen und gar nicht mehr wissen, welche Reihenfolge und welche Gegend und wo was im Grunde ist. Die ältere, tröstliche Aussicht, dass es sich bei dem Brennen nur um eine Allegorie, um eine geistige Pein, die Pein des Verlustes des Himmels, wie der Pfarrer in Einsiedeln will, handle, scheint sich leider neuerdings nicht zu bestätigen. Es ist ein veritables Brennen und Oswald hält wissenschaftlich die Ansicht von einem körperlichen Feuer in der fünften Auflage für die bei weitem wahrscheinlichere. Die Schmerzen überbieten verhältnismäßig weit alle Leiden dieser Welt, so sagt Oswald auf Seite 117 seines Buches, und sind grausig und furchtbar auf Seite 518. Und auch die rein geistigen Schmerzen des Einsiedlers, Pfarrers, oder die Dual des Verlustes, mit R, also Verlustes, sind nach ihm schlimmer als tausendfaches Feuer. Kompliziert wird dieses Fegfeuer dadurch, dass darin vollständige Finsternis herrscht. Es gibt im Fegefeuer nebst der Feuerpein noch andere Peinen der Sinne oder der Empfindlichkeit, vorerst die Finsternis. Auch kommen eine Menge scharfer, säureähnlicher Stoffe dort vor, gegen die in diesem Leben nichts Schärferes und nichts Heftigeres erdacht werden kann. So sagt Ackermann in seinem Werk auf Seite 23. Eine weitere Komplikation des Fegfeuers ist eine wahnsinnige Kälte. Diejenigen, welche sich im Reinigungsort befinden, erwarten die Erlösung, müssen aber zuerst durch die Hitze des Feuers oder die Schärfe der Kälte gepeinigt werden. Kein Wunder, dass diese Leute ohne Unterlass schreien. Und als letzten Kontrast meldet uns Oswald, dass bei allen Feuerschmerzen daselbst viele himmlische Freude bestehe, wegen der völligen Übereinstimmung ihres Willen mit den verhängten Leiden. Das war ein ziemlich langer Punkt und ich muss mal sehen, ob ich hier nicht irgendwo noch ein Bild von einem Fegefeuer habe, weil ich meinte, dass ich da noch hatte. Entweder ist das jetzt im Deutschen oder im Englischen. Müssen wir mal sehen, was der Computer jetzt gerade raussucht. Weil da steht ja, dass da im Grunde gar kein Licht herrscht, dass das da ganz dunkel ist.
da stimmt aber dann nicht überein mit den Bildern, die davon gemacht werden. Schauen wir uns das mal eben an. Ich habe hier Bilder von Künstlern aus dem Mittelalter, die das Fegefeuer darstellen, künstlich. Ne? Hier oben ist dann der Himmel, wo sie alle rein wollen, natürlich mit der Mutter, mit dem Kind auf dem Arm, logischerweise. Ein, ich würde mal sagen, gefallener Engel oder so, der hier in das Fegefeuer geht und die Leute hier rauszieht und in den Himmel rüberbringt. Naja, die Handgeste kann man auch nennen, wie oben so unten oder wie im Himmel so auf Erden. Wie wir das ja auch kennen von Ephes Levi, wie heißt er? Baphomet. Ja? Ja, Eliphas Levi, ja. Wie heißt die Figur da, wenn sie das so macht, will oben, unten, wie heißt das wieder? Der Ausdruck heißt wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ja aus dem Gebet. Das heißt... Solve et coagula, also Trenne und Verbinde heißt es auch. Also da gibt es verschiedene Geschichten zu eigentlich. Ja. Also soweit dann zu diesem Bild oder hier noch ein anderes Bild. Seht ihr auch, also da ist nicht viel von nicht sehen, Dunkelheit, alles schwarz. Da steht ja nicht viel von drin. Ne? Kann man natürlich sagen, ja, das, Jörg, das ist künstlerische Freiheit. Ja, man muss sich das ja irgendwie vorstellen, wie das ist. Und hier kann man also immer irgendwas sehen. Hier die Seelen im Fegefeuer, das ist ein wenig anders. Und hier sehen wir nochmal das moderne katholische Lexikon, ja, danke, kommen wir auf die Worte nicht, wo es darüber hier geht, über die Lehre der des Limbo, also das ist die Limbus Patrum, das ist das von Limbus Infantinum, Infantium, von den Kindern, wovon gesprochen hatten. Und hier haben wir noch eine Aussage zu dem Papst dazu. Ne? Man kann hier an der Kasse dann mit Plastikkarte oder mit Geld bezahlen, um eben so schnell wie möglich sich die Freiheit aus dem Fegfeuer zu erkaufen. Das mal eben so scherzhafterweise damit bei. Ja, soweit das, was ich jetzt gerade gelesen hatte. Und jetzt kommt der Marius mit dem Punkt 363. Was ich noch zum vorherigen These sagen wollte, also wenn es da brennt, wenn es da Feuer ist, Feuer hat ja normalerweise auch das an sich, dass er auch Licht erzeugt. Anscheinend ist das ein dunkles Feuer. Ja, ein guter Punkt, ja. Und wenn es da stand, irgendwie, dass da neben der unheimlichen Hitze auch eine Kälte gibt, dann musste ich dann auch an diese Verse denken, wo sie gesagt haben, ja, es gibt ja die Erderwärmung, weil es kälter wird. Die Hitze des Feuers oder die Schärfe der Kälte peinigt die Menschen im Fegefeuer. So steht das hier, genau. Ja, und bei der Klimaveränderung meinen Sie auch, dass es ja manchmal so kalt ist, weil es ja wärmer wird. Also die spielen da auch mit diesen Elementen. Ja, es ist so warm, weil es kalt ist. Das ist logisch, ne? Gut. Dann 363. Ich kann hier nicht mit einer Ansicht zurückhalten, dass dieses Fegfeuer mit seinen lodernden Flammen, mit seinen entsetzlichen Hitze, Dunst und Qualm, mit seinem Fettgeruch und Schmalzpfannen, den vielen Säuren und Gebeizen, scharfen Sachen, die da gegessen werden, dem großen Durstgefühl, das selbst, der entsetzlichen Kälte in der Nähe der Türe, trotz großer Hitze im Inneren, dem fürchterlichen Geschrei und dabei doch himmlischen Fidelität wegen der Übereinstimmung ihres Willens mit ihrem Aufenthaltsort, erinnert mich lebhaft an das deutsche Wirtshaus mit Garnküche. Schrecklicher kann dort der Qualm nicht sein. Nicht schrecklicher das Geschrei, nicht schlimmer können nicht die Unholdinnen sein, die dort die armen Seelen bedienen. Ich halte deshalb wissenschaftlich die Ansicht für die wahrscheinlichste, dass sozusagen ein päpstlicher Legat, Papst Gregor dem Großen, die merkwürdige Beschreibung eines deutschen Wirtschaftshauses aus Germania mitgebracht hatte und Gregor betroffen hiernach die Konstruktion des Fegfeuers in seinen heiligen Büchern gemacht hat.
Tja, gut, das kann ich nicht so gut nachvollziehen, was der hier über deutsche Wirtshäuser erzählt. Aber gut. Man vielleicht gab es damals Spelunken, in denen es halt vor Rauch, Gestank und schlechte Bedienung nur so strotzte. Ja, vielleicht sehen wir hier in dieser Fußnote einige Erklärungen daraus. Er sagt hier, ich weiß, dass ich mir mit dieser Ansicht wenig Verdienste erwerbe. Nicht bei den Deutschen, denn diese werden vom deutschen Wirtshaus rückwärts das Fegfeuer schließend diese billige katholische Doktrin fest und unverbrüchlich glauben. Nicht bei der katholischen Kirche, denn unsere Landsleute werden einmal in dem Feuer Wirtshaus des Jenseits angekommen, sich jede Fürbitte um Erlösung aus demselben ernstlich verbitten. Und der irdische katholische Ablass geht in Trümmer. Gut, wir haben noch ein paar Punkte. 364, da fahren wir dann fort. Der Autor sagt, mit der Begründung der Existenz des Fegfeuers aus der Bibel steht es sehr schlimm. Genau, was ich bereits zu Anfang der Sendung gesagt hatte. Es steht da nämlich nicht drin. Ich bitte dich, lieber Leser, bei der folgenden Stelle genau Obacht zu geben, ob du etwas von einem Feuer entdeckst, ob da etwas brennt. Es ist die einzige, auf die sich die katholische Kirche ernsthaft beruft. Sie steht nicht einmal in einer der Offenbarungsschriften, sondern in der erzählenden Literatur à la Susanna, in den Makkabäern, Buch 2, Kapitel 12, Verse 43 bis 46. Und das Buch der Makkabäer ist eine nicht inspirierte Schrift aus den Apokryphen. Also es steht in der Bibel überhaupt nicht drin und berichtet von einem jüdischen Feldherrn Judas und seinem toten Opfer für die Gefallenen. Er ließ eine Sammlung veranstalten und schickte den Betrag 12.000 Drachmen nach Jerusalem, um sie als Opfer für die Missetaten der Gefallenen darzubringen. Denn er glaubte seiner Religion gemäß an die Auferstehung, sonst hätte er das Beten für die Verstorbenen für überflüssig erachtet. Und er meinte, dass diejenigen, die fromm gestorben seien, am sichersten die ewige Ruhe gewännen. Optimam haberent repositam gratiam. Bei den Spielen der Kinder, wenn etwas versteckt wird und der Suchende kommt in die Nähe, ruft man, es brennt, oder wir beim Topfschlagen früher irgendwie heiß, heiß und kalt, kalt, ne? Wenn man in die Nähe des Ziels kam, heiß, heiß und wenn man weiter weg ging, kalt, kalt. Hier brennt nichts. Aus dieser Stelle ergibt sich nur, dass die Juden an die Auferstehung glaubten, dass sie bei der Bestattung der Toten für sie beteten und ihren Körper zur ewigen Ruhe im Grab liegen dachten, dann reponere heißt bekanntlich bestatten. Und die Gratia Reposita kann nur die Grabesruhe bedeuten. Ihr staunt? Ja, von den modernen katholischen Dogmen der unbefleckten Empfängnis der Maria, die ja Antichrist Papst Pius IX. 1854 eingeführt hatte, von der Infallibilität des Papstes, also der Unfehlbarkeit des Papstes, ebenfalls Papst Pius IX., Vatikanisches Konzil 1870, ist keine fester genagelt. Im Gegenteil, sie sind noch liedschäftiger. So viel zu dem Punkt 364. Du bist dran, Marius. Also in der Bibel nichts von zu finden. Ah, nee, natürlich nicht, weil wie gesagt, das Buch der Makkabäer, das sind drei Bücher, meine ich, das Buch der Makkabäer 1, 2 und 3 und das sind Bücher, die spielen geschichtlich in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft vor dem Kommen Jesu Christi, unter anderem über diesen einen, ich komme sie mir auf den Namen, ich habe am Wochenende noch drüber gelesen, in Horae Apocalyptike, über diesen einen König der Juden. Da gibt es auch denjenigen, der zum Beispiel Schweine im Tempel geopfert hat, ja? Also im Tempel Gottes, den Jesus Christus dann gesagt hat, der wird niedergerissen werden und der niedergerissen wurde in 70 nach Christus. In dem Tempel wurden auch Schweine geopfert, Antiochos, glaube ich, Antiochos heißt er. Und das spielt alles im Buch der Makkabäer und das ist eben ein apokryphisches Buch und somit keine inspirierte Schrift und nicht in der offiziellen Bibel enthalten. Ja. Und also, sogar von da. Ja, Verzeihung. Ja, also von daher in der inspirierten Schrift der Bibel keine einzige Erwähnung von Genesis bis Offenbarung, keine einzige Erwähnung des Fegefeuers darin. Ja, kann man sich totsuchen, findet man nicht. In den Apokryphen kann man etwas so auslegen, wie wir gelesen haben. Da steht da auch nicht drin, aber man kann es so auslegen. Und deswegen sind ja die
Apokryphen eben auch Apokryphen und keine inspirierten Schriften nicht in der Bibel enthalten. Bitte. 365. Das Fegfeuer ist ein lauter erdichtet Ding. Treudelmarkt und Geldkram. Davon in der Heiligen Schrift nicht ein Wort steht. Darauf doch das ganze Papsttum mit seinen Opfermessen, Vigilien und anderen Abgötterei gestiftet und gegründet ist. Und ist dir unverschämten Buben Epikur und Böswicht nur ums Geld zu tun, deine Tyrannei zu erhalten, nicht um die Seelen? Ja, Epikura, erinnern wir uns, ein Wort, das auch Martin Luther gebraucht hat, das zurückgeht auf den griechischen Philosophen Epikur und was halt Philosoph bedeutet und damit also jemanden, der das Herz des Menschen anstatt das Herz Gottes studiert. Das sind die Epikurer. Ja. Die unverstehenden Buben, Epikurer und Bösewichte, dass es ihnen nur ums Geld zu tun ist, deine Tyrannei, nämlich die des Antichristen, zu erhalten und nicht um die Errettung der Seelen geht. Nein, um das Vernichten der Seelen geht es. Wir kommen zu den letzten zwei Punkten. Ich lese Punkt 390, da heißt es: Dieses ist des Papsttums reicheste Fund- und Goldgrube gewesen, aus welcher sie mehr Gold und Geldes geschmelzet als alle Könige und Potentaten der ganzen Welt aus ihren Bergwerken und sündigen Klüften vielleicht nicht überkommen. Sintemal kein Mensch so etwas im Vermögen hatte, leichtlich sterben konnte, dem nicht in der Beichte das Gewissen zur Bekennung aller begangenen Todsünden zum heftigsten gerühret, und weil er nicht Zeit hatte, dieselbe durch zeitliche Strafe zu büßen, das Fegfeuer so heiß gemacht ward, dass er viel lieber sein Vermögen denen seinigen entzogen, als die Pein des Fegfeuers lange auszustehen erwählt. Und also ist durch Stiftung vieler Millionen Seelmessen den geizigen Pfaffen fast alles Vermögen der Laien, so sie die Zeit ihres Lebens sorgsam zusammengebracht, in ihren geizigen Rachen geflogen. Und zum Abschluss haben wir noch einen Punkt 396. So wurde der Ablass eine Persiflage des Christentums als der Religion der Erlösung durch Christus. Ja, wir wissen alle, was eine Persiflage ist, also das müssen wir dann hier nicht mehr erklären. So wurde der Ablass eine Persiflage des Christentums. Ja, ich würde es lieber so ausdrücken. Nicht der Ablass ist eine Persiflage des Christentums, die römisch-katholische Kirche ist eine Persiflage des Christentums. Leider ist es eine sehr brutale Persiflage, ja, weil alle Lehren aus der römisch-katholischen Kirche sind basiert auf menschlicher Tradition, sind basiert auf heidnischen Glauben und haben nichts, absolut gar nichts mit der inspirierten Schrift des Wortes Gottes zu tun, haben nichts mit der Bibel zu tun. Ja, und das bringt dann also hier unsere Lesung dieser Zusammenfassung der 666 Thesen, wovon wir hier einige ausgewählt haben, oder besser gesagt Marius für uns einige ausgewählt hat, das bringt uns das jetzt zum Ende. Ich danke dem Oskar Panizza für das Buch zu schreiben, 1894. Ich bin gespannt, ob ich mal die Zeit habe, das ganze Buch zu lesen. Wenn es dem Marius gelingt, das Buch in eine vernünftige Form zu gießen, dann werde ich da sicher mal reinschauen. Aber ihr seht, da ist viel Arbeit dran, da sind viele kleine Fehler drin, die man immer wieder mal verbessern muss. Und der Marius tut schon sein Bestes, wenn jemand sich mal bereit erklärt, ihm zu helfen, das durchzulesen und mitzuhelfen, das vernünftig zu übersetzen und vernünftig zusammenzupacken, dann wäre das sicher nicht die schlechteste Idee, wenn jemand die Zeit und das Interesse hat, dafür zu helfen. Ne, Marius, da wärst du wahrscheinlich auch ganz dankbar für die Hilfe, gehe ich mal von aus. Ne? Ja, gerne. Ja. Was ich noch dazu sagen wollte... Ja, bitte, ich wollte jetzt sowieso dir eben den Abschluss geben, dass wir dieses Buch hier eben abschließen können, dass du nochmal eine abschließende Meinung geben kannst über alles, was du soweit bearbeitet und gelesen hast in dem Buch und was wir heute und auch den anderen Sendungen hierüber gelesen haben, dass du der deutsche Michael und der römische Papst für uns eben nochmal zum Abschluss bringst mit einer Zusammenfassung von dir selber jetzt eben, bitte. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, dass diese heutige Sendung, also die letzten Abschnitte zum Fegfeuer, das war vielleicht ein bisschen zäh, aber der hat sich in diesem Kapitel sehr um die Details gekümmert, also sozusagen eine technische Beschreibung des von den katholischen Geglaubten geliefert.
Und ja, nur zum Schluss hat er eben erwähnt, dass es da diese technischen Erfindungen, dass es für den Papst eine Goldgrube gewesen ist. Aber mehr oder weniger ging es da so um die technische Beschreibung, wie was da alles erdacht worden ist. Und ja, im gesamten Buch sind noch andere Artikel, die ich schon durch habe, sehr interessant, ob das jetzt Maria ist oder jetzt über die Deutschen selber. Das Buch lohnt sich auf jeden Fall, sich durchzulesen. Das verweist nicht so oft, wie man sich das wünschen würde, zu der Bibel, aber seine Ansichten und seine Erkenntnisse sind schon des Durchlesens wert. Ich denke, was wir vielleicht auch berücksichtigen sollten, war, dass der Oskar Panizza ja so gesagt das Buch geschrieben hat für seinen Sohn, um dass, wenn sein Sohn erwachsen ist, dass er aufgrund das, was sein Vater ihm hier schreibt, er erkennt, welche Lügen die römisch-katholische Kirche einem auftischt in dieser Welt und dass er dadurch eben gewappnet ist, das zu erkennen. Und natürlich sollte er nicht vergessen, daneben auch die Bibel zu erwähnen und zu sagen von lehre dich in der Bibel, weil das, was der römische Katholizismus hier in dieser Welt sagt, das habe ich hier niedergeschrieben. Und ansonsten beziehe deine Lehren aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, um dich zu wappnen, um, wie im Epheserbrief Kapitel 6 ab Vers 10 geschrieben steht, dass du die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen kannst, dass du gewappnet bist gegen diese feurigen Pfeile, die der Satan gegen die menschliche Seele abschießt. Ne? Ja, das ist eindeutig zu kurz bei ihm gekommen. Gut, aber wenn man die Bibel bereits kennt oder in der Bibel gelesen hat, dann kann man dieses Buch sicher als interessante Anfüllung sehen und sich anschauen. Und da auch noch Lehren draus ziehen. Und wir sollten ja eins nicht vergessen, die römisch-katholische Kirche hat, wie du ja selbst gesagt hast, das Fegefeuer und hat mit dem Ablass, den sie ja damals verkauft haben, eben den Leuten Angst gemacht mit dem Fegefeuer. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir wollen nochmal eben uns das Bild hier angucken von Tetzel von der Zeit. Ich hatte euch ja, glaube ich, auch, ich glaube, es war in der letzten Sendung erzählt, als der Tetzel rumgezogen ist mit seinem Gefolge, ja, wie wir das hier zum Beispiel sehen, ja, so ist er durch die deutschen Lande gezogen und hat, hier vorne waren die Ablassbriefe schön drin, ja, die sind natürlich kostbar, die sind alle unterzeichnet und dann sind sie durch die über Land gezogen und in die verschiedenen Dörfer gezogen und in jedem Dorf haben sie ein Schauspiel aufgestellt, ja, sie haben eine künstliche Bühne aufgebaut und haben mit Schauspielern da das Fegefeuer nachgestellt, um den Leuten, die in den Dörfern gewohnt haben, Angst zu machen und zu sagen, wenn ihr da nicht hin wollt in dieses Fegefeuer, dann müsst ihr sicher, sicher den Ablass kaufen. Und ja, das Gold, was sie sich damit zusammengeholt haben, nicht nur in der Zeit, wo der Tetzel jetzt rumgezogen ist, sondern überhaupt in der Zeit davor, die nicht so lange war, und vor allen Dingen noch in der Zeit danach, wo sie die Ablässe verkauft haben, das Geld, was sie damit gewonnen haben, haben sie natürlich den Leuten im Grunde aus der Tasche gezogen. Die Kirche hat sich damit bereichert und wir haben ganz deutlich in dieser Lesung jetzt auch gerade nochmal gemerkt, das wurde heute ganz kurz angeschnitten, wir sind ein bisschen drüber hinweggegangen, deswegen nochmal eben, die Reichen können sich ihre Seligkeit erkaufen und die Armen eben nicht. Die Reichen kommen in den Himmel, die Armen nicht. Bei Jesus Christus war es anders. Er hat ganz deutlich gesagt, den Armen ist das Königreich und eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Wieder einmal sehen wir, dass die Lehre ganz umgekehrt ist in der Bibel auf der einen Seite und in der römisch-katholischen Kirche auf der anderen Seite. Aber was ich nochmal mit diesem Bild hier bedeute, wo der Tetzel hier rumzieht, wenn ihr euch den Film anguckt, Luther von 2004 ist der, glaube ich, mit dem Ralph Fiennes, 2004 oder 2014, ich glaube 2004, ist schon so alt, 16 Jahre her. Ich glaube, in dem Film kommt so eine Stelle vor, wo der Tetzel durch die Dörfer zieht und dann sieht man da sein Fegefeuer, sein Theater, was er da aufbaut. Die Leute hatten einfach Angst. Und aus Angst sind die Leute bereit, alles zu tun, um ihr eigenes Leben zu retten. Und das ist eigentlich eine schöne Brücke, die man fast schlagen kann nach zu dem Leben, wie es heute ist. Heute wird wieder die ganze Welt in Angst gehalten mit einem Virus, den sie so gesagt auf uns loslassen. Ein Schauspiel, ja, genauso ein Schauspiel wie damals, ja. Die Welt wird in Angst gehalten und nur derjenige, der Geld hat, der kann sich davon retten, ne? Weil
im Endeffekt ist es ja so, Geld wird auch wieder gebraucht, weil wenn man zum Beispiel keine Maske trägt oder sonst andere Sachen macht, dann gibt es Geldbußen, Geldbußen, Geldbußen. Da wird also auch wieder aus diesen Sachen, die sie hier verkaufen, wird wieder Profit geschlagen. Das ist die römisch-katholische Kirche, daran konnte man sie immer erkennen, daran kann man sie erkennen und daran wird man sie immer erkennen können. In der römisch-katholischen Kirche kann man mit Geld alles sich erkaufen, sogar seine Seligkeit kann man sich erkaufen. Der arme Mensch, der hier auf dieser Welt dem Reichtum versagt, der kommt nach der römisch-katholischen Kirchenlehre nicht in den Himmel, aber der Reiche, der über Leichen geht, um hier Geld zu scheffeln und reich zu werden und dann der römisch-katholischen Kirche geht, der kommt natürlich in den Himmel. Eine ja, sehr umgedrehte Realität gegenüber der wahren Realität, der Wirklichkeit, wie sie in der Bibel gelehrt wird. Das wollte ich hier zum Ende der Sendung nochmal festhalten. Und jetzt gerne noch ein paar Wortmeldungen, wenn da denn welche sind, zum Abschluss dieses Themas der drei Lesungen, die wir inzwischen hatten, von dem Buch Der deutsche Michel und der römische Papst. Also ich hätte schon noch eine. Ja, bitte. Ist mir auch heute wieder in meinen Punkt glaube ich, aufgefallen, was der lange Text da. Es wird ja auch wieder in diesem Fegefeuer den Leuten weisgemacht, sie können aus sich selbst wieder sich retten und sich erlösen, ob es jetzt die Schmerzen sind, der Pein, wenn sie diese Pein erdulden, dann werden sie als Lohn das, den Himmel empfangen. Rettung durch Werke und nicht Rettung durch Gnade, ja. Genau, ja. Ja, und eigentlich abschließend zu diesem ganzen Thema ist mir eigentlich der Hebräerbrief jetzt noch in Sinn gekommen. Mhm. Ja, was ich noch vorausschicken möchte, ist, was die Sünde ist. Also die Sünde definiert als die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also aus dieser Gesetzlosigkeit heraus entsteht ja die Trennung von Gott und dem Menschen, vom Geist her gesehen. Da gibt es ja die Hölle am Schluss, wo die bösen Menschen reinkommen und dann wird das verschwinden, das Ganze. Aber dem Hebräer 9 ist es eigentlich sehr schön geschrieben. Ich fange ein bisschen vorne an, das ist der Vers 24, Kapitel 9 ist das. Denn nicht in ein händesgemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst nochmals zu Opfer darzubringen, so wie es die Hohenpriester jedes Jahr in das Heiligtum hineingeht, mit fremdem Blut. Denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen vor der grundlegenden Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden vor der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss der Mensch bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Und jetzt kommt das Wichtige, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Amen. Sehr guter Punkt. Und eine schöne Art und Weise, eine schöne Manier, um diese Lesung von heute abzuschließen mit den Worten aus der Bibel von Alexander. Daran seht ihr wieder mal, wie wichtig es ist, die Bibel zu lesen. Und das solltet ihr dann auch bis zum nächsten Mal unserer Lesung jeden Tag am besten tun. Lest eure Bibel. Maranatha.